Das geht jetzt an die Männer unter euch. Wenn eure Frau mal nicht mit euch schnacken will, dann reißt zu Hause einfach mal die Gardinen runter oder ihr macht das so wie ich. Das ist zwar nicht so, dass Dani nicht mehr mit mir schnackt, aber wenn sie das sehen würde, dann hätte sie eine Inspiration für erweiterten Redebedarf. Bleibt mal dran. Wenn ich hier so im Garten rumarbeite, tja, dann landet das Werkzeug nicht immer da, wo es eigentlich wieder landen sollte, und zwar im Geräteschuppen, sondern das kann mal passieren, dass es irgendwo im Beet rumliegt oder sonst irgendwo und ich muss das später wieder suchen. Und in diesem Fall habe ich das einfach hier in den Blumenkasten geschmissen. Ich habe hier dieses Teil zum Beispiel oder hier mein Lieblingswerkzeug. Dann habe ich hier noch so eine kleine Hacke drin, eine Teetasse. Dass es eine Teetasse ist, sehe ich daran, dass hier ein Löffel drin ist, mit Eis dran. Es ist im Moment ein bisschen gefroren. Weil ich meinen Tee ganz gerne mit Zucker trinke, muss ich umrühren. Deswegen ist das eine Teetasse und keine Kaffeetasse. Und ein Messer. Wo das hier kommt, weiß ich allerdings nicht. Die Teetasse, jo, die will ich hier wahrscheinlich abgelagert haben, weil ich hier zwischendurch einen Tee getrunken habe, unterwegs und geguckt habe. Dann habe ich die hier einfach reingestellt und hier drin vergessen. Was das Messer hier soll, keine Ahnung. Diese beiden Sachen, die brauche ich hier noch, also mein Handwerkzeug und diese Hacke, die brauche ich gleich noch. Das bringe ich mal dahin, wo es hingehört und dann will ich dem Kasten mal die ursprüngliche Bestimmung zufügen. Was mich an diesen billigen Dingern immer so ein bisschen stört, sind diese Dinger hier. Also die Dinger sind dazu da, die steckt man hier oben rein. So. Ja, wenn das dann mal geht. Und die sind dazu da, dass der Pott hier eben nicht auseinander geht, wenn hier Erde drin ist. Das Doofe an diesen Dingern ist, entweder gehen die kaputt, so wie dieser hier. Da ist schon ein Nibbel abgebrochen, der andere ist noch dran. Tja, oder man verliert die einfach. Finde ich ein bisschen doof. Ich bin zwar nicht so ein militanter Plastikverweigerer, aber das nervt mich schon, weil dann hat man hier gleich wieder so ein bisschen Müll irgendwo im Garten rumliegen. Das finde ich auch kacke. Das hier ist auch nicht so ganz optimal. Das ist Kunststoff ummantelter Draht, aber den habe ich nun mal hier vom Zaun und so weiter und so fort. Das bewahre ich auch immer schön auf für solche Fälle. Und da baue ich mir jetzt einen neuen Abstandhalter hier. So, wo ist meine Schere? Die ist hier. Abstandhalter ist falsch, ein Zusammenhalter. So, ungefähr die Länge, den biege ich jetzt mal ein bisschen um. Ups. So, wenn ich den hier auch noch so ein bisschen umbiege, dann hält das auch wieder. Einmal so und einmal so. Jetzt hält er wieder zusammen. Ich weiß, das Ganze kann man vermeiden, indem man mehr Geld ausgibt. Es gibt diese Dinger ja aus Ton. Ich habe diese Dinger nun mal, tja, und mache jetzt einfach das Beste draus. Eigentlich sollte man unten noch eine Drainageschicht reinmachen. Ich habe jetzt gerade nichts da, das muss auch so gehen. Vor ein oder zwei Jahren habe ich hier mal richtig zugeschlagen mit Blumensaat und das wenigste davon ausgesehen, weil die waren im Abverkauf für 10 Cent und habe mir gedacht, och, besser haben als brauchen. So, jetzt haue ich hier einfach mal wild hier so ein bisschen was in den Pötte rein. Hauptsache, das blüht nachher irgendwie. Also das Einzige, was hier für Pötte eigentlich geeignet ist, ist die Tagetes. Dann habe ich hier noch Zinnien. Die sind eben eigentlich fürs Beet, aber nicht für den Blumenpott, weil die so lang werden. Aber das ist auch Chili-Gol. Dann habe ich hier Malven und dann habe ich hier noch Löwenmäulchen. Hau ich hier einfach mal rein. Warum soll das nicht in Pott wachsen, wenn das im Beet aufwächst? Also rein damit und fertig. Einfach wild durcheinander und dann ist das gut. Ein bisschen Tagetes hier. Oha, das war Trophäe, so viel brauche ich nicht. So, die anderen mixe ich da auch einfach mal zwischen. Und dann passt das schon. So, fertig ist das. Nun ist aber Schluss mit bunten Blumen. Jetzt wird sich wieder ums Essen gekümmert. Ab ins Gemüse. Dann fange ich mal mit den dicken Bohnen an. Und ich kann nur sagen, diese Aussaat war ein voller Erfolg. Wie, ihr seht nichts. Ihr könnt ja auch nichts sehen, weil dieser volle Erfolg, der spielt sich nämlich nur vor meinem geistigen Auge ab. Hier ist bis jetzt so gut wie nichts gekommen.
Aber so ganz gebe ich die Hoffnung nicht auf, weil hier zeigt sich ja doch schon jetzt mittlerweile, die eine oder andere Pflanze ist noch nicht viel. Und ich denke mal, dass wir hier so einige Lücken drin haben werden. Das hätte ich vermeiden können, indem wir die dicken Bohnen einfach vorgezogen hätten. So wie die anderen, die jetzt im Gewächshaus stehen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und vor ein paar Tagen, da habe ich mal meine Saatgutsammlung mal wieder durchgeforstet und jede Menge altes Saatgut gefunden. Ja, und dann bin ich einfach mal wieder ein bisschen eskaliert und habe auch ein paar Sachen hier rausgehauen, die eigentlich jetzt noch gar nicht dran sind. So wie zum Beispiel hier einige Gurken habe ich hier drin. Dann habe ich da Zitronengurke und Zucchini, Kürbisse, also Butternut und den Atlantic Giant. Alles so, was ich dann noch so rumliegen hatte. Und hier auch noch Zucchinis und ach, weiß der Himmel, was alles. Also ich bin vollkommen durchgedreht. Wie gesagt, diese Sachen sind eigentlich noch ein bisschen zu früh. Aber ich will das einfach mal probieren. Ist altes Saatgut. Chili-Gol, wenn das jetzt nichts wert, wir haben noch so viel Zeit, die Gurken noch später noch mal nachzuziehen. Ich denke, hau die Packung mal leer und dann habe ich hier jetzt ein volles Regal. Ist doch auch irgendwie was Schönes. Ich würde euch jetzt zu gerne ein einziges Mal, jetzt im Frühjahr, ein richtig schönes Sonnenschein-Video präsentieren. Aber was haben wir? Schnee und Hagel. Wir gehen mal wieder ins Gewächshaus zurück. Hier ist nämlich nicht alles weiß, sondern hier wird langsam alles grün und das ist doch viel schöner jetzt zu dieser Jahreszeit. Also wir haben ja wirklich noch ein paar schöne Pflanzen hier, wie zum Beispiel hier den Brokkoli. Da ist wirklich fast jedes Saatkorn gekommen. Tja, da werden wir wohl reichlich Brokkoli haben. Und hier haben wir den Rotkohl, auch richtig viel. Haben wir letztes Jahr, ich glaube, 2 Pflanzen Rotkohl hatten wir letztes Jahr, ich weiß nicht genau. Dieses Jahr werden wir wieder eine richtig schöne Rotkohlernte haben. Das ist doch was Feines. Und auch alles andere hier oben, das fängt langsam an. Wieder Mangold, Wirsing und gut Knollensellerie. Da kommt noch nichts, aber ich denke mal, das wird auch noch was. Und beim Porree, da bin ich auch mal richtig überrascht dieses Jahr. Klappt bei uns echt so gut wie nie. Diesmal haben wir hier eine ganze Platte voll, das sollte funktionieren. Und unser Spargelsalat, der schreit förmlich danach, mal endlich mal ins Freiland zu kommen, nach draußen. Man sieht, der wurzelt hier schon ordentlich durch und die Pflanzen, die sind auch schon schön gewachsen. Da sammle ich jetzt mal ein paar raus, die jetzt raus ins Beet können. In diese beiden Beete habe ich ja hier Möhren, Pastinaken und Petersilienwurzeln ausgesät. Und als Zeigersaat habe ich in die Reihen noch Radieschen reingepackt. Die Radieschen, die kommen jetzt so langsam raus. Sie zeigen mir jetzt an, wo die Reihen hier sind. Und dazwischen packe ich jetzt den Spargelsalat, weil ich habe gelesen, dass Spargelsalat die Radieschen vor Erdflöhen schützen soll. Tja, ist doch eine feine Sache, also machen wir das. Also Erdflöhe haben wir hier immer jede Menge. Und ich werde jetzt hier vorsichtig nochmal das Unkraut wegmachen. Und dann kommt hier der Spargelsalat rein. Und dann werden wir hoffentlich bald richtig schön Spargelsalat ernten. Und natürlich Radieschen. Spargelsalat kann übrigens eine Menge Frost vertragen. Also bis zu minus 9 oder 10 Grad kann er ohne weiteres ab. Deswegen ab ins Beet damit. Und dann wird das hier nämlich auch schon mal langsam ein bisschen grüner. Kaum habe ich hier was Grünes gepflanzt, lacht die Sonne wieder und das Weiße ist weg, wenn das mal kein Zeichen ist. Also das Potenzial dieser beiden Beete dürfte jetzt vollkommen erschöpft sein. Was haben wir hier alles drin? Wir haben hier Möhren drin, Pastinaken, Petersilienwurzeln, dann haben wir hier Radieschen drin und natürlich den Spargelsalat, den ich gerade eben reingehauen habe. Und den Spargelsalat, den hatten wir ja letztens in ein anderes Beet noch gepflanzt als Schneckenteststrecke und das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist jetzt ja ungefähr eine Woche her, wo ich hier den Spargelsalat zusammen mit den Kohlrabi in der Mischkultur ausgepflanzt habe. Erstmal, um zu gucken, ob hier Schnecken aktiv sind. Wie man sieht, die Pflanzen stehen wie eine Eins, also die Schnecken sind nicht aktiv. Wenn die jetzt am nächsten Tag diese Pflanzen alle weggefressen hätten, dann hätte ich einfach mit der Auspflanzung noch ein bisschen länger gewartet. Also bis die Pflanzen ein bisschen größer werden, damit die Schnecken nicht mehr so gerne da rangehen. Aber wie man sieht, es ist alles gut gegangen, also kann das hier weitergehen. Das ist hier unser Mittelzehrerbeet und hier, wir haben hier bereits ausgesät Lauchzwiebeln, Schwattwurzeln, fürs Auge ein paar Ringelblumen, wo jetzt die Ersten auch schon mal rausgucken. Dann eben unseren Kohlrabi und eben den Spargelsalat. Als nächstes soll hier auch als Mittelzehrer Knoblauch rein. Habe ich selber vergessen zu kaufen. Ich habe den Geschenk gekriegt von einem Gartenfreund hier aus Kiel und zwar von Fabian. Liebe Grüße, der kommt jetzt in die Erde. Aber erstmal wird das Beet ein bisschen schick gemacht.
So, nun drücke ich die einzelnen Zehen hier alle 10 cm in die Erde, so ungefähr. Und dann haben wir auch bald Knoblauch. Knoblauch ist drinnig, jetzt brauchen wir nur noch den passenden Mischkulturpartner. Knoblauch würde sehr gut zu Erdbeeren passen, weil Knoblauch eine pilzhemmende Wirkung hat. Naja, unsere Erdbeeren, die sind in einem anderen Beet, also muss ich hier einen anderen Partner finden. Bei Erbsen, Bohnen und Kohl fühlt der Knoblauch sich nicht wohl, also brauchen wir etwas anderes und da passt einiges zu. Also zum Beispiel würden das Gurken sein, Tomaten, Kartoffeln, Möhren würden dazu passen und Salat und rote Beete. Und für die habe ich mich entschieden. Auch die rote Beete habe ich vorgezogen, obwohl das eigentlich überhaupt nicht notwendig ist. Die kann man auch locker direkt sehen, überhaupt kein Thema. Trotzdem bringt diese Voranzucht so einige Vorteile mit sich. Erstens, na klar, ich habe keine Lücken im Beet, wenn die Saat mal nicht aufgeht. Und zweitens hat rote Beete die Eigenschaft, beziehungsweise die Saat der roten Beete, die Eigenschaft, dass sie oftmals in so einem Knäuel zusammen sind. Das heißt, es sind mehrere Saatkörner zu einem Knäuel verbunden und dann passiert sowas hier. Da wachsen mehrere Pflanzen wirklich aus einem so einem kleinen Ding raus. Da muss man das wieder ausdünnen im Beet. Habe ich immer keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich so die Möglichkeit, das hier schon auseinanderzunehmen und einzeln ins Beet zu setzen. Davon habe ich jetzt hier auch ein paar rausgesammelt. Ab ins Beet damit. Und auch bei rote Beete gilt es, nicht zu tief einpflanzen, weil die sollen eine Knolle bilden. Und wenn die zu tief sitzen, dann kommt die Knolle nicht. Dann wächst nur das Grüne. Also richtig schön oben rausgucken lassen. Ich werde auch noch nicht so viele einpflanzen, weil das sind noch sehr, sehr junge Pflanzen. Die haben noch gerade ihre Keimblätter und deswegen teste ich das jetzt erstmal. Und wenn ich sehe, dass das funktioniert, werde ich einfach die Lücken weiterfüllen. Also erstmal werde ich hier erstmal so 6 Pflanzen reinhauen, um zu gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich denke mal schon, aber man weiß ja nie. Direkt neben die rote Beete sehe ich jetzt mal Ringelblumen. Ringelblumen sollen nämlich den Knoblauch oder auch Zwiebeln von der Zwiebelfliege abhalten. Also kommt das wieder den Zwiebelpflanzen zugute. Und vor allen Dingen ist das wieder ein bisschen was für unsere Auge. Einfach hier so eine Reihe rein und fertig. Ich werde allerdings die diesmal nicht so dicht sehen wie sonst, sondern einfach mal ein bisschen freier, weil ich hier noch ein bisschen was anderes drin haben will in dieser Reihe. Ich will das dieses Jahr ja mal ein bisschen bunter hier in den Gemüsebeeten haben. Ja, und da sind natürlich, wenn ich hier nur Ringelblumen überall aussehe, ist das natürlich ein bisschen langweilig. Und deswegen haue ich in diese Reihe einfach noch mal ein paar Zinnien zwischen. Dann wird das alles ein bisschen breiter gefächert und ein bisschen bunter hier. Und Zinniensaat habe ich hier jede Menge, wie ich schon erzählt hatte. Ich bin ja mal eskaliert beim Saatgutkauf. Also haue ich hier einfach mal einen Haufen Zinnien rein. Das wäre doch bestimmt schick. Ich weiß zwar nicht, ob Zinnien und Ringelblumen sich gut vertragen können, aber das werden wir ja sehen. Ich hatte dieses Beet ja hauptsächlich eigentlich für Zwiebeln vorgesehen. So, jetzt habe ich hier allen anderen Kropfzeug drin und kaum noch Platz für meine Zwiebeln. Das ist das letzte Stück. So viel zu meiner konsequenten Planumsetzung. Jetzt habe ich dieses kleine Stück noch für die Zwiebeln übrig. Gut, werde ich jetzt aber auch dafür nutzen. Nun habe ich die Zwiebeln einmal in eine 54er Platte ausgesät. Und die haben noch ein bisschen Platz und die Wurzeln gucken auch erstmal nur ein kleines bisschen raus. Das heißt, die brauche ich noch nicht ins Beet hauen. Aber ich habe auch die Zwiebel, das ist übrigens die Sorte Exhibition, diese Riesenzwiebel, Gemüsezwiebel. Ich habe außerdem hier in einer 150er Platte Zwiebeln drin. Und da kann man schon sehen, die brauchen langsam Platz. Also kommen die jetzt ab ins Beet. Ich mache jetzt mal 4 Reihen hier. Einmal so ein bisschen anzeichnen. Damit das auch schön ordentlich in der Reihe ist. Oh, mal sehen, dass wir die Dinger hier reinkriegen. Ich werde die so ungefähr, sag ich mal, alle 10, 15 cm setzen. Die sollen ordentlich Platz haben, damit die schön groß werden können. Das ist ja übrigens unsere Lieblingszwiebelsorte. Die Exhibition, weil das sind richtig milde, schön milde Zwiebeln, sind groß, die halten auch relativ lange, obwohl das Gemüsezwiebeln sind, die eigentlich ja gar nicht so lange lagerfähig sind. Aber wir haben wirklich über den ganzen Winter oder fast den ganzen Winter Zwiebeln gehabt, ist schon eine feine Sache. Also kann ich nur empfehlen, ist echt eine tolle Sorte.
So, Zwiebeln sind drin und so sieht das aus, wenn man mit den Fingern die Pflanzlöcher gräbt. So, jetzt ziehe ich hier in der Mitte noch einmal eine Furche. Also zwischen den Zwiebeln einmal mittendrin. Und da sehe ich jetzt auch nochmal Ringelblumen aus zur Abwehr der Zwiebelfliege. Mal gucken, ob das funktioniert. Bis jetzt habe ich davon ja nur gelesen. Manchmal stimmt das ja und manchmal ist das Blödsinn, aber schaden kann es ja auch nicht. So, unser Mittelzehrerbeet, es ist jetzt soweit fertig bestückt. Und jetzt werde ich hier noch ein bisschen Beetpflege betreiben und dann geht das nach Hause, Finger waschen. Und ich sage tschüss, haut rein, bis zum nächsten Mal.